erleben sie einzigartige Worte. Worte voll Schönheit und Kraft. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des liebenden Erbarmers. All Lob und Dank sei nur allein Allah, dem Weltenherrn, erwiesen. Der Barmherzige, der liebende Erbarmer, der Herr am Tag des Endgerichtes, sei gepriesen. Nur dich alleinig wollen wir verehren, zu dir alleinig uns um Hilfe kehren. O Herr, so führe uns den geraden Weg, den Weg nur derer, die in deiner Gnade stehen, nicht derer, denen du hier zürnst und die im Irrtum gehen. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des liebenden Erbarmers. Sprich, er ist Allah, nur einer. Allah nur ist der Herrscher und sonst keiner. Zeugte nicht und ward auch nicht gezeugt. Und nichts und niemand ist gleich seiner. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des liebenden Erbarmers. Sprich, ich nehme meine Zuflucht zu dem Herrn des Morgenlichts, wenn es sich spreitet, vor dem Bösen seiner Schöpfung uns bereitet und dem Bösen allen Dunkels über uns gebreitet, vor dem Bösen jener, die den Zauber in die Knoten speitet und vor dem Bösen eines Neiders, wenn die Missgunst ihn verleitet. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des liebenden Erbarmers. Sprich, ich nehme meine Zuflucht zu dem Herrn der Menschen, zu dem Herrscher über alle Menschen, zu dem einen wahren Gott der Menschen, vor dem Bösen jenes Flüsterers des Feigen, der da flüstert in die Herzen, Böses zu erzeugen von den Djinnen und den Menschen, die sich hin zum Bösen neigen. Gnadensuchen, erhältlich im Al-Faruq-Institut. Bestätigt und empfohlen von Imam Abdul-Azim.